Hallo liebe Freunde, ja, wie ihr seht, wir sind nicht mehr da oben, sondern hier, weil warum auch immer die Aufnahme nicht gestartet ist. Ja, ich muss aber sagen, wir haben nichts sehr Spannendes jetzt gemacht. Wir haben da oben boah, ich mache kurz auf Pause, damit wir das Schießen nicht hören. Diese Gondel-Dings ist da. Wir mussten den Leuten. Wir mussten die Leute. Na. Mit gutem Karma. Niederstrecken sozusagen. Und dadurch haben wir halt. Hier oben links sieht man das. Diese Bombe da gekriegt. Ja. Dann kam halt ein Special-Effekt-Zeugs und so. Und dann ist da oben alles runtergefallen und wir haben das sozusagen zerstört. Dann dachten wir halt, wir werden nicht mehr abgehört. Oder so. Allerdings können die uns immer noch abhören. Das hat man gesehen in der Zwischensequenz. Da waren die halt alle in so einem Büro da mit ganz vielen Kameras und so. Und haben uns aber trotzdem abgehört. Also hat es nicht so ganz funktioniert. Ja, dann waren wir noch da hinten und haben da einen Audio-Log runtergeladen. Und ja, jetzt sind wir hier. Und ich bin gerade am Versuchen, dass wir diese Rakete einmal vollkriegen, damit wir mal sehen, was außerhalb einer Story-Mission passiert. Ob da das gleiche passiert wie in der Story-Mission. Also gut, ja. Das lief nicht so wie geplant. Aber das passiert nun mal. Und ich kann auch leider den alten Speicherstand nicht wieder zurückrufen, weil ich habe da nicht abgespeichert. Das war nicht ganz so schlau von mir, aber ja, das passiert. Tut mir leid. Ja. So. Und wir haben hier. Wieso wir das hier hinten nicht noch nicht machen können? Weil wir erst wahrscheinlich, denke ich mal, diese Aufgabe hier machen müssen. Die Kontrolle von DOP auf unter 30% kriegen, um diesen Kampf hier zu machen. Und dann, denke ich mal, werden wir das dort machen können. Und ich weiß auch noch nicht, von wo wir beschossen werden. Ballern die sich gegenseitig? Ich dachte, wir werden beschossen. Tun die mir was? Ja. Oder vielleicht doch? Ich weiß es nicht. Ich hätte ihnen vielleicht mal vorher schon helfen sollen. Was piept hier so? Hä? Spanner. Ah, das hat so gepiept. So. Holen wir uns noch mal ein bisschen Rauch. Ach ja, und wir haben uns die Fähigkeit erworben, schneller Rauch zu entziehen. Und dass die Schwefelbombe größer ist. Ja, das haben wir aktualisiert dort bei den Fähigkeiten. Oha. Gut, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so doll ist, wenn man von weit oben springt. Aber scheinbar wirkt es sich darauf aus, wie hoch man abspringt, weil wenn ich jetzt hier mache, da passiert fast gar nichts. Gut. Dann müssen wir mal ein paar Nebenmissionen machen, damit wir hier vorankommen und das Viertel hier sozusagen in Beschlag nehmen. So, denn. Ja, das können wir noch nicht. Das können wir auch noch nicht. Denn.
Holen wir uns schon mal die Drohne dort hinten, die da über dem Haus rumfliegt. Okay. Perfekt. Ach, da unten ist jetzt gelandet hier. Nee, doch nicht. Wo sind die? Nein. Hallo? Ah, hier ist sie. Das fühlt sich gut an. Gut. Hier sind noch Kameras. Aber wo? Scheinbar sind die Kameras. Oh, da war ja einer. Achso, die sind hier unten, glaube ich, ne? Ja. Gut. Ich laufe auch immer so auf Geländern rum. Das ist mein Hobby. Diese Typen sind ganz verrückt nach mir. Oh lol. Ich wollte gar nicht runter. Oha. Okay. Na, komm, komm. Hallo? Wann, was mache ich denn da hier? Der soll nicht auf den Geländer klettern. So. Wir haben jetzt diese komische Bombe da. Machen wir erstmal. Achso, wir haben das wohl schon zerstört. Also beim nächsten Kampf hier mit dem Cops hier. Ach hi. Machen wir erstmal. Alter Schwede. Ja, also es sieht genauso brutal aus wie in der Story-Mission. Ja, übertriebene Kraft finde ich aber auch. Komm, ergib dich auch. Sehr schön. Sie wurden zum Wächter befördert. Sie sind dem Ziel, ein Held zu werden. Einen Schritt näher gekommen. Okay. Ah, noch einer. Boah, ich habe schon wieder eine Dingsens freigekriegt. So eine Rakete da. Ich habe vorher übelst lange gesammelt dafür. Also schon in der letzten Folge. Ja. Gut. Da hinten ist noch irgendein Schlosssymbol. Mal gucken, was das ist. Oh, Alter, hallo. Oh, das war jetzt nicht geplant, aber auch gut. Entziehen Sie der Explosionsschere. Komm, wir sammeln noch mal ein bisschen gutes Karma. Erst erschießen, dann betäuben. Was? Hi. Der schläft nur. Oh, hier sind auch noch. Oh. Die hätte ich jetzt fast übersehen hier. Was polt denn hier so?
Das, was da oben hinten sieht, auch geil aus. Au. Warte, wir machen nochmal den. Ich finde das geil. Schießen die sich gegenseitig? Das sieht aus wie so eine Atombombe oder irgendwas. Richtig geil. Also sammeln wir gleich mal wieder gutes Karma. So, damit wir unsere Rakete wieder haben. Das hat gar keine Auswirkung gehabt. Warum nicht? Alter, das Spiel leckt irgendwie gerade ziemlich. Gut, dann geh nach Hause. Was wird hier noch auf mich geschossen? Hä? Wo denn? Ach was. Boah, echt jetzt? Ja, warte, wo denn? Oh, genau hinter mir. Alter, sage mal. Gehe ich mal hoch zu denen. Weil auf dieser Entfernung kann ich nicht viel ausrichten. Autsch. Und gute Nacht. Puh, also für gutes Karma sammeln müssen wir die öfters mal anwenden, die Schwefelbombe. Oh, tut mir leid, habe ich ihren Kopf umgestoßen. Was? Was machst du hier unten? Oh, 7 Upgrades. Okay, wir sammeln mal noch mal ein bisschen mehr. Ach, da oben ist wieder ein Drogendeal. Gehen wir da noch mal einen Besuch abstatten hier. Na, meine Fresse, ich komme hier nicht hoch. Hi. So, schlaf gut. Schlaf gut. Schlaf gut. Und gute Nacht. Nö. Ja, gute Nacht. Gute Nacht. Drogendeal verhindert. Geil. So, wo ist noch ein bisschen Rauch? Und dann geht's los. Mit der nächsten Mission. Gucken, diese DOP-Dingsens. Oh, können wir mitfahren? Ja, ist ja geil. Boah, aber das ruckelt sehr. Ei, ei, ei. Komm, wir fahren einfach mal mit. Mal gucken, wo uns das
hinbringt. Oder fährt einfach nur im Kreis hier die ganze Zeit. Vielleicht fährt er uns ja auch, ich glaube nicht. Aber wir können ja mal auf der Karte gucken. Also, hier, das ist die Dings. Also der fährt relativ weit sogar. Wir können ja einfach mal just for fun mal mitfahren. In die Richtung müssen wir so oder so hier, dieses DUP-Dingsens. Wenn er durchfährt, können wir gleich mal gucken, was uns da erwartet. Machen wir es einfach mal. Da sind wir auch schon. Hauptsache, der hält jetzt nicht an. Was ist das denn da für ein Teil, was er mir auf der Karte angezeigt hat? Da hinten will ich auf jeden Fall auch mal hin. Sieht schön aus da. Paramount. Ah. Georgetown. Nein, ich wollte die Kameras abschießen. Ah, zu weit weg. Seattle Center. Ich glaube, wir sind für einmal rumgefahren, oder? Hä? Bist du nicht? Achso, ja, ja, jetzt sind wir einmal rum. Die Karte ist kleiner, als ich gedacht habe. Also das geht eigentlich echt noch. Gut, dann fahren wir nochmal mit. Bis zu der DUP-Mission dort. Mann. Ja. Nein, ich habe sie nicht getroffen. Schade. So, und hier springen wir ab. Tschüss. Danke fürs Mitnehmen. Schön schwarz gefahren. Komm, machen wir gleich einen auf den hier. So, los, 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 mach doch, mach doch. Oh, bist du denn dämlich? Oh, ich wollte dieses Dings machen. Och nö. Wieso spawn ich immer wieder hier? Oh, das ist doch kacke. Jetzt muss ich auch noch ein neues gutes Karma sammeln. Was für ein Scheiß. Oh. Also das finde ich echt nervig mittlerweile. Wir haben wieder einen Drogendeal da und dann haben wir wieder ein bisschen gutes Karma. Ach, das ist ja gleich wie vorhin. Wie schmeckt das? Nacht. 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 Au. Nacht. Au. Toll. Nur weil der Pisser mich angegriffen hat. Ah, das ist doch kacke. Ah, muss ich noch einen Drogendeal suchen hier. Warum ist hier ein Musiksymbol? Ach, er hier. Klingt gar nicht mal so schlecht. Gut, dann sammeln wir in der nächsten Folge weiter gutes Karma. Denn bis dann. Tschüss.